Ich will Ihnen stattdessen lieber noch eine andere schlechte Nachricht überbringen. Unsere Mengenschreibweise, die wir jetzt haben, reicht immer noch nicht, um alle möglichen schönen Mengen, die man sich so vorstellen könnte, zu beschreiben. Oder sagen wir mal, man könnte das, aber es wäre ziemlich kompliziert. Kann ich Ihnen ein ganz einfaches Beispiel nennen? Ich schreibe Ihnen die folgende Menge hin. 0, 1, 4, 9, 16, 25, Punkt, Punkt, Punkt. Ist Ihnen klar, was damit gemeint ist? Sie nicken? Genau. Das hätte ich auch so schreiben können. 0 Quadrat, 1 Quadrat, 2 Quadrat, 3 Quadrat, 4 Quadrat, 5 Quadrat und so weiter. Also das heißt, es ist eigentlich klar, was damit gemeint ist. Ich nehme die natürlichen Zahlen und gehe die alle durch und bilde von denen jeweils die Quadrate. Und die Quadrate, die packe ich dann in meine Menge rein. Also die natürlichen Zahlen selbst nicht, sondern die Quadrate. Nur, wie würden Sie denn das mit der beschreibenden Mengenschreibweise hinschreiben? Also das, was da rauskommt, sind ja wohl alles natürliche Zahlen. Also das ist die Menge aller n aus n für die, ja, was muss ich jetzt hier hinschreiben? Welche Eigenschaften muss so eine Zahl n haben, damit sie in dieser Menge A ist, ja? Wurzel aus ihr ist eine natürliche Zahl. Ja, könnte man machen. Also eine Möglichkeit, das zu machen, wäre, hier hinzuschreiben, die Wurzel aus n ist eine natürliche Zahl. Das gefällt mir deswegen nicht ganz so gut, weil man da, das kann man sozusagen erst hinschreiben, wenn man sich klar gemacht hat, dass es überhaupt Wurzeln gibt. Aber stellen Sie sich jetzt mal vor, wir wären so ein paar Schritte weiter zurück bei der Entwicklung des Zahlensystems und hätten über Wurzeln noch gar nicht geredet. Wir können zwar natürliche Zahlen multiplizieren und wir können Quadrate bilden und so, weil das ja ganz einfaches Punkt- und Strichrechnen ist, aber Wurzeln gibt es noch gar nicht. Und wenn Sie dann würden Sie dies hier lesen und sagen, okay, wie soll ich überprüfen, ob die 3 eine natürliche Zahl ist? Ich weiß ja gar nicht, was Wurzel aus 3 bedeuten soll. Ja? Während die andere Beschreibung, 0 Quadrat, 1 Quadrat, 2 Quadrat, die ist klarer. Da muss man einfach nur. Also ich mache das mal in Klammern, das könnte man machen, aber würde ich jetzt nicht so toll finden. Fällt dir noch was anderes ein? Menge aller natürlichen Zahlen. Also vielleicht ist es auch zu offensichtlich. Ich schreibe jetzt mal eine Sache hin und dann versuchen wir das mal noch so ein bisschen umzuformulieren. Also eine Möglichkeit, das hinzuschreiben, wäre, die Zahl n muss die Eigenschaft haben, sie ist das Quadrat einer natürlichen Zahl. Denn das sind ja alle, die da stehen. Ich sage ja, vielleicht war es zu offensichtlich. Also n ist Quadrat einer natürlichen Zahl. Oder vielleicht kann ich das noch ein bisschen anders formulieren. Also ist Quadrat einer natürlichen Zahl, heißt ja, ich kann eine gegebenenfalls andere natürliche Zahl finden, deren Quadrat n ist. So rum kann man das ja auch formulieren, ne? Also hierfür könnte ich jetzt schreiben, die Menge aller n aus n mit der Eigenschaft, man kann ein m finden, sodass n gleich m Quadrat gilt. All diese Schreibweisen, die ich da hingeschrieben habe, sind alle okay. Die sind alle, denke ich, klar genug, um zu beschreiben, was A meint. Aber die haben alle den Nachteil, dass sie von der Schreibweise her eigentlich nicht den Prozess abbilden. Der Prozess ist ja eigentlich der, dass man im Geiste durch die natürlichen Zahlen durchgeht und die alle quadriert. Was Sie hier jetzt machen, ist das Gegenteil. Sie gucken sich eine Zahl an und fragen sich, ist das wohl eine, die zu A gehört, indem Sie im Geiste alle sozusagen gegenchecken. Ja? Und diesen Prozess des Durchgehens durch alle Zahlen, den hat man auch so oft, dass man dafür auch wieder eine abkürzende Schreibweise hat.
Diese abkürzende Schreibweise entspricht schon noch unserer Logik. Unsere Logik war ja die, dass wir gesagt haben, links von dem Strich steht quasi der Prototyp für die Dinge, die in der Menge drin sein können. Und rechts steht, welche Eigenschaften dieser Prototyp erfüllen muss. Und im Prinzip kann man das immer noch entsprechend dieser Logik hinschreiben, indem man sagt, die Elemente, die zu der Menge gehören, die sehen alle so aus. N Quadrat. So sehen die typischen Elemente von der Menge aus. Und rechts schreibe ich jetzt hin, was diese Dinger zusätzlich noch erfüllen müssen, damit sie in die Menge reinkommen. Zusätzlich muss gelten, n muss eine natürliche Zahl sein. Also das würde man jetzt lesen als die Menge aller n Quadrat mit der Eigenschaft, dass n eine natürliche Zahl ist. Und das ist so zu verstehen, dass sie sozusagen im Geiste n durch alle natürlichen Zahlen laufen lassen, können sie natürlich nicht, sind unendlich viele, aber im Geiste können sie das, und jeweils n durch n Quadrat ersetzen. Und dann bekommen sie die Menge, die sie haben wollen. Ich hätte dies auch noch anders schreiben können, also wenn Sie verstanden haben, wie das hier gemeint ist, dann könnte ich zum Beispiel auch so schreiben, auch hier wieder, es gibt viele Möglichkeiten, die Menge aller z Quadrat, sodass z aus z ist. Sieht erstmal wie eine andere Menge aus, die da steht. Also hier ist jetzt die Vorstellung, ich lasse meine Variable z durch alle ganzen Zahlen durchsausen und nehme jeweils die Quadrate. Aber ich bekomme natürlich im Endeffekt auf dieselbe Menge. Ich habe jetzt mehr Sachen, die ich für z einsetzen kann. Zum Beispiel kann ich für z jetzt minus 5 nehmen, konnte ich vorher nicht. Aber minus 5 zum Quadrat ist 25. Das ist eine Zahl, die vorher auch schon drin war. Oder ich kann für z jetzt minus 10 nehmen, aber minus 10 zum Quadrat ist 100, war vorher auch schon drin. Also das ist auch wieder eine andere Möglichkeit, dasselbe nochmal hinzuschreiben. Der Gedanke ist aber immer der gleiche, ich lasse quasi eine Variable durch irgendeine Menge durchlaufen mit bestimmten Bedingungen und schreibe dann auf der linken Seite hin, was mit dem Ding gemacht wird. Ja? Und unsere bisherige Schreibweise, die wir hatten, ist im Prinzip eine Vereinfachung davon. Da steht auf der linken Seite, dass mit dem Ding gar nichts gemacht wird. Da sollten wir sicherlich auch mal Beispiele noch uns anschauen. Erstes Beispiel. Die Menge aller n plus 1, sodass n eine natürliche Zahl ist. Also Vorstellung, ich habe eine Variable n. N nimmt nacheinander alle Werte an, die natürliche Zahlen haben können. Und stattdessen notiere ich mir immer n plus 1. Wir können ja vielleicht in diesem Fall wirklich mal eine Tabelle machen, um diesen Prozess uns nochmal vor Augen zu führen. Mein n soll aus n sein. Das heißt, die Werte, die n annehmen kann, sind 0, 1, 2, 3 und so weiter. Aber ich will gar nicht das n haben, sondern in meine Menge rein tue ich dann jeweils n plus 1. Und n plus 1 ist in diesem Fall 0 plus 1. Hier ist es 1 plus 1, hier ist es 2 plus 1, 3 plus 1, 4 plus 1 und so weiter. Also die Menge, die ich dann rausbekomme, ist die Menge 1, 2, 3, 4, Punkt, Punkt, Punkt oder in Kurzform das hier. Die Menge aller Elemente von der Form 3 mal z, wobei z irgendeine ganze Zahl sein darf. Machen wir vielleicht auch nochmal eine Tabelle. Z darf irgendeine ganze Zahl sein. Das heißt, für z kann ich Werte einsetzen wie 0, 1, 2, 3, aber auch minus 1 und minus 2 und so weiter. Punkt, 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 Punkt. Aber in meiner Menge drin soll dann nicht z selbst sein, sondern 3 mal z. Das heißt, in meiner Menge drin soll statt 0 3 mal 0 sein, statt 1 3 mal 1, statt 2 3 mal 2 und so weiter. Mit anderen Worten, die Menge, die hier rauskommt, wäre Punkt, 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 minus 9, minus 6, minus 3, 0, 3, 6, 9, und so weiter. In beiden Richtungen steht Punkt, Punkt, Punkt.
Aber das hier ist nun sicherlich eine Menge, die durch diese Schreibweise mit dem 3zz aus z besser beschrieben ist, nachdem man es verstanden hat. Aber es ist jedenfalls eine sehr kompakte und präzise Schreibweise, um alle möglichen Mengen darzustellen. Es geht um die Menge aller Elemente der Form 3n plus 7, wobei n irgendeine natürliche Zahl ist. Und Sie sollen einfach von diesen ganzen Zahlen, die hier stehen, sagen, ob die dazugehören oder nicht. Warum gehört 0 nicht dazu? Weil ich glaube, ich jetzt sagen, für n mehr als 7 rauskommt. Ja, genau, so kann man das begründen. Sie müssen ja für n setzen Sie die natürlichen Zahlen ein und wenn Sie anfangen mit n gleich 0, dann kommt schon 7 raus. Die nächste Zahl, die rauskommt, ist dann 3 mal 1 plus 7, das ist 10 und es wird immer größer. Also 0 ist nicht drin, mit dem gleichen Argument ist die 3 auch nicht drin. Aber die 7 ist natürlich drin, weil Sie 7 bekommen, wenn Sie für n den Wert 0 einsetzen. Und die 10 hatte ich eben auch schon gesagt, wenn Sie für n den Wert 1 einsetzen, dann haben Sie 3 mal 1 plus 7 ist 10. Die 42 wiederum ist nicht drin, da muss man jetzt mal ein bisschen rechnen. Diese Zahlen sind ja immer welche, die man bekommt. Sie können das so berechnen, ziehen Sie von der Zahl 7 ab und gucken, ob der Rest durch 3 teilbar ist. Das ist ja das, was hier eigentlich steht. Also wenn Sie von der 42 7 abziehen, dann kommt 35 raus, das ist nicht durch 3 teilbar. Aber wenn Sie von der 43 7 abziehen, dann kommt 36 raus, das ist durch 3 teilbar, da kommt nämlich 12 raus. Also bekommen Sie die 43, wenn n gleich 12 ist. 3 mal 12 plus 7 ist gerade 43. Darum gehört 43 dazu, 42 nicht. Ja, um Sie jetzt vollends zu verwirren, man kann das Ganze noch komplizierter machen. Was man zum Beispiel auch jetzt, nachdem man sich das erstmal klar gemacht hat, hinschreiben könnte, wäre sowas. Die Menge aller, sagen wir mal, 2 hoch n mal 3 hoch n. Und dann schreibe ich dahin, m ist aus n und n ist aus n. Das Gemeine oder Verwirrende an dieser Menge ist hier, ich habe zwei verschiedene Variablen. M muss irgendwelche Bedingungen erfüllen und n auch. Aber diese beiden Variablen, weil ich sonst nichts weiter hingeschrieben habe, sind unabhängig voneinander. Das Einzige, was gelten muss, ist, m muss irgendeine natürliche Zahl sein und n auch. Aber das ist ja zum Beispiel der Fall, wenn m gleich 1 und n gleich 7 ist. Aber es ist auch der Fall, wenn m gleich 7 und n gleich 1 ist. Oder wenn m und n beide 3 sind. Oder wenn eine 0 ist und die andere ist 42. All diese Fälle sind möglich. Und so ist das auch gemeint. Die muss man also alle, sie müssen quasi wieder im Geiste, weil das ja sowieso nicht geht in unendlich vielen Fällen, alle möglichen Kombinationen von m und n durchgehen und jeweils gucken, was dabei rauskommen würde. Ja? In der Definition aber nicht m und n eigentlich fast immer unterschiedliche Zahlen? Also würde der Fall ausgeschlossen werden, dass man zum Beispiel 2 hoch 3 mal 3 hoch 3 hat? Nein. Das hatte ich auch in der zweiten Woche schon mal gesagt. Wenn Sie zwei verschiedene Buchstaben haben, heißt das nicht, dass die beiden Zahlen, für die die Buchstaben stehen, verschieden sein müssen. Sie können umgekehrt schließen, wenn ich denselben Buchstaben zweimal benutze. Wenn hier ein N steht und da ein N steht, dann meint das natürlich beide mal dieselbe Zahl. Aber wenn ich zwei verschiedene Buchstaben habe, heißt das noch nicht, dass die beiden Buchstaben tatsächlich verschieden sind. Kann sein, muss aber nicht. Also, dass die für verschiedene Zahlen stehen. Muss nicht sein. Hier übrigens, das schreibt man manchmal noch ein bisschen knapper, indem man das und einfach weglässt. Also die abkürzende Schreibweise, die Sie auch öfter sehen werden, ist, dass hier sowas steht, mn aus n. Wenn die einfach so mit einem Komma aufgezählt werden, dann meint man damit, sind beides natürliche Zahlen, ansonsten können die sein, was sie wollen. So, und jetzt können wir uns mal überlegen, was hier so alles kreucht und fleucht in dieser Menge, was da drin ist. Fangen wir mal ganz klein an. Wenn m und n beide 0 sind, dann kommt daraus 2 hoch 0 mal 3 hoch 0, also 1. Also diese Zahl ist hier auf jeden Fall drin. Ich schreibe vielleicht mal darunter so eine kleine Tabelle und schreibe immerhin, welche Werte m und n haben. Also hier wäre es so, dass die beide 0 wären. Und dann kann ich jetzt zum Beispiel m gleich 1 und n gleich 0 nehmen, dann kommt die Zahl 2 raus. Ne? 2 ist dabei. Das wäre jetzt m gleich 1 und n gleich 0. Und dann könnte ich als nächstes vielleicht mal n gleich 1 und m gleich 0 nehmen, dann würde die Zahl 3 rauskommen. Was ist denn mit der Zahl 4? Ist sie auch dabei? Ja? N gleich 2 ist n gleich 0. Dann würde hier die 4 vorkommen. 5? Kommt 5 vor?
Nee, ne? Sie schütteln den Kopf. Dann probieren wir es mal, ob die 6 vorkommt. Ich schreibe die schon mal hin. 6 kommt vor. Ja? 1 und 1. So, und jetzt könnte man hier noch weitermachen. Ich schreibe Ihnen einfach noch mal ein paar auf. 8 gehört dazu und 9, aber die 7 nicht, habe ich weggelassen. Die 10 gehört, was denn mit der 10, gehört die dazu? Nö, ne? Aber zum Beispiel die 12 gehört dazu. Und dann würde dann vielleicht noch die 16 dazugehören. Und so weiter. Ist jetzt auch gar nicht so wichtig im Detail, was dazugehört und was nicht dazugehört, sondern wichtig ist, dass man sich klar macht, nach welchen Regeln Zahlen dazugehören und nach welchen Regeln nicht. Ja? Hier unten können Sie irgendeine Kombination von M und N hinschreiben. Und wir sind ja jetzt auch nicht gerade systematisch vorgegangen. Wir haben hier aufgeschrieben 0, 0, 1, 0, 0, 1 und dann kommt auf einmal die 2. Dann kommt wieder was mit 1. So würde man ja vielleicht vorsichtshalber nicht vorgehen, damit man nicht irgendwas übersieht. Aber Sie können sich vielleicht vorstellen, wie Sie systematisch da alle Werte durchgehen würden, wenn Sie müssten. Ja? Und wie Sie dann auf alle Zahlen kommen da oben. Aber was Ihnen hauptsächlich klar sein sollte, ist der Mechanismus, nach dem die Elemente dieser Menge quasi erzeugt werden. Das ist ja bei der ursprünglichen beschreibenden Mengenschreibweise hatten wir eher so diese Türstehervorstellung, die sagt, du darfst rein, du darfst nicht rein, je nachdem, was rechts von dem Strich steht. Und hier ist diese Art, Mengen zu beschreiben, ist vielleicht mehr so eine Vorstellung wie eine Fabrik oder eine Maschine, die die Elemente herstellt. Also auf der linken Seite steht quasi das Muster, mit dem die aus der Presse rauskommen, und rechts steht das Rohmaterial. Vielleicht kann man sich das so vorstellen. Ja. So, und wie hatten wir angefangen mit der ganzen Geschichte? Wir hatten damit angefangen, dass wir gesagt haben, wir können die Menge Q, ich hatte noch gar nicht gesagt, dass man die Q nennt, wir können die Menge der rationalen Zahlen gar nicht beschreiben. Jetzt können wir das. Wir hatten geschrieben, die Menge der die Menge der natürlichen Zahlen haben wir schon gehabt, die Menge der ganzen Zahlen. Und als nächstes würde jetzt kommen die Menge der rationalen Zahlen. Oder auch Menge der Brüche. Dafür gibt es auch eine typische Abkürzung. Dafür macht man ein Q typischerweise. Das Q kommt von Quotient. Also weil Brüche ja Quotienten sind. Der Zähler wird durch den Nenner geteilt. Darum ist das die Menge der Quotienten, lateinisch. Darum ist die übliche Abkürzung Q dafür. Auch international immer gleich. Und wenn ich sage Menge der Brüche, dann habe ich eigentlich auch schon meine Bezeichnung. Brüche haben ja immer einen Zähler und einen Nenner. Und der Zähler kann irgendeine ganze Zahl sein. Und der Nenner kann auch irgendeine ganze Zahl sein, außer 0. Und wenn ich das, was ich eben gesagt habe, hinschreibe, dann habe ich meine Beschreibung der Menge der rationalen Zahlen. Die sieht nämlich dann so aus. Das ist die Menge aller Brüche, a geteilt durch b, mit der Eigenschaft, erstens, a muss eine ganze Zahl sein. Und zweitens, b muss eine Zahl sein, die nicht 0 ist. Es würde sogar reichen, wenn ich für den Nenner zum Beispiel nur positive Zahlen zulasse, weil ich oben ja schon negative zulasse. Also mache ich es mir mal einfach und schreibe hier hin n plus. Und jetzt habe ich eine sehr kurze und knappe Beschreibung aller rationalen Zahlen, aller Brüche. Beziehungsweise ich habe sozusagen eine Herstellungsvorschrift, wie man alle Brüche herstellen könnte, wenn man wollte. Wenn ich für A in der Lage wäre, nach und nach alle ganzen Zahlen einzusetzen und für B parallel alle positiven natürlichen Zahlen, dann würden irgendwann alle Brüche rauskommen. Und wie ich schon mal angekündigt habe, das werden wir sogar machen. Also wir werden irgendwann so weit kommen, dass wir tatsächlich in der Lage sind, theoretisch ein Programm zu schreiben, was uns nach und nach der Reihenfolge nach alle Brüche liefert. Die sind dann nicht so
Zahlenstrahl technisch geordnet, aber sie kommen jedenfalls alle mal dran. Dauert aber noch ein bisschen. Ja. Wieso darf im Zähler nur eine ganze Zahlstelle? Ich finde doch auch eigentlich eine rationale Zahlstelle. Ja, aber wenn ich das machen würde, Sie haben völlig recht, da dürfte auch eine rationale Zahl stehen, aber dann müsste ich das ja so schreiben und dann hätte ich folgendes Problem. Dann hätte ich links die Menge Q, die ich definieren will, und rechts würde ich zur Definition der Menge Q die Menge Q benutzen. Und dann habe ich nicht so viel gewonnen. Aber wenn es erstmal definiert ist, stimmt das. Nachdem ich es definiert habe, könnte ich dann auch irgendwelche Brüche hinschreiben. Auch hier ist es übrigens wieder so, den Fall hatten wir ja schon mehrfach, dass natürlich nach dieser Art und Weise die Menge hinzuschreiben, bestimmte Sachen mehrfach gezählt werden. Ne? Wenn ich jetzt für A zum Beispiel 10 nehme und für B 2, dann kommt die Zahl 5 raus. Wenn ich für A 5 nehme und für B 1, kommt auch die Zahl 5 raus. Das Problem kennen Sie ja mit den gekürzten und den ungekürzten Brüchen. Macht aber nichts, weil in Mengen ist es nicht schlimm, wenn ich irgendwelche Sachen mehrfach aufzähle. Hauptsache, ich habe sie alle getroffen. Wenn sie mehrfach da sind, sind sie halt mehrfach da. Also die gleichen Testobjekte wie eben. 0 ist natürlich eine rationale Zahl. 42 ist eine rationale Zahl. Alles, was vorher schon ein Element von Z war, ist natürlich jetzt erst recht ein Element von Q. Also bei denen gibt es überhaupt keine Frage. Dieses Ding hier, 17 Drittel, war kein Element von Z, ist keine ganze Zahl, aber es ist natürlich eine rationale Zahl. Ups. Also können wir das hier hinschreiben. Aber nach wie vor wissen wir ja, dass Wurzel aus 2 keine rationale Zahl ist. Also hier müssen wir jetzt nach wie vor schreiben, ist kein Element von Q. Und was ich vielleicht auch nochmal erwähnen sollte am Rande, wir haben jetzt also n ist eine Teilmenge von z. Das bedeutet, jede natürliche Zahl ist eine ganze Zahl. Und z ist eine Teilmenge von Q. Jede ganze Zahl ist eine rationale Zahl. Und jetzt müssen wir nur noch die reellen Zahlen mit ins Boot bekommen. Das machen wir aber später. Ich würde sagen, ich sage Ihnen an dieser Stelle eigentlich nur noch mal zwei Dinge, die Sie nicht machen sollten. Ich habe Ihnen vorhin ja schon Beispiele gesagt für Dinge, die nicht so gut sind. Jetzt sage ich Ihnen zwei Dinge bezüglich dieser beschreibenden Mengenschreibweise, die nicht nur nicht gut sind, sondern wirklich überhaupt keinen Sinn ergeben. Das sage ich Ihnen auch nur deshalb, weil ich sowas öfter sehe, damit Sie es gleich mal gesehen haben und verstehen, warum das Unsinn ist. Eine Schreibweise, die ich öfter sehe, ist diese hier. Da verstehe ich eventuell, was Sie meinen, aber das steht nicht da, was Sie meinen. Diese beschreibende Mengenschreibweise, wo Sie durch eine Eigenschaft eine Menge beschreiben, die braucht immer diesen senkrechten Strich. Da muss immer links und rechts was stehen. Links Prototyp, rechts Eigenschaft. Wenn Sie diesen senkrechten Strich nicht haben, dann ist garantiert irgendwas falsch. Wahrscheinlich meinen Sie hier sowas wie die Menge der natürlichen Zahlen, die kleiner gleich 7 sind. Aber dann müssen Sie das auch schreiben. Das steht da aber nicht. Ja? Also vielleicht ganz simple Rechenregel, ganz simple Merkregel, wenn der senkrechte Strich nicht da ist, dann ist es keine beschreibende Schreibweise. Dann können Sie zwar sowas schreiben wie das hier. Da brauchen Sie keinen senkrechten Strich, das ist ja nur aufzählend. Aber wenn Sie beschreiben wollen, dann muss auch ein Strich da sein oder ein Doppelpunkt. Also das geht nicht. Und dann noch etwas, was ich vorhin schon mal gesagt habe, aber in diesem Fall ist es halt noch ernster. Diese Produktionsschreibweise, die wir eben gelernt haben, da darf ich nicht einfach umtauschen. Dann wird es nämlich wirklich falsch. Wenn ich hier jetzt einfach links und rechts vertausche, dann steht hier die Menge aller n-Element n mit der Eigenschaft n plus 4. Und dann haben Sie wieder das gleiche Problem wie eben, n plus 4 ist gar keine Eigenschaft. N plus 4 ist nicht irgendwas, was wahr oder falsch wird. Da kann ich nicht n einsetzen, um zu testen, stimmt das oder nicht. Wenn ich zum Beispiel n gleich 7 einsetze, dann ist das nicht wahr oder falsch, sondern das ist 11. Und 11 ist ja nicht wahr oder falsch. Also auch das hier geht nicht. Ich bin aber der Meinung, wenn Sie diese Mengenschreibweise verstanden haben, was sicherlich am Anfang erstmal ein bisschen schwierig ist, dann kann Ihnen sowas eigentlich nicht passieren, weil Sie dann selbst das Ding lesen müssten und selbst sagen müssten, hä, was soll denn das bedeuten?
Ja, also Sie müssten schon das, was Sie Ihnen hinschreiben, auch selbst interpretieren könnten, dann besteht keine Gefahr, dass Sie Unsinn hinschreiben.